Verpiss dich, Mann. Ich schwöre, wenn du mich... Nein, ey, Junge, spielen. Junge, ich schwöre... Nein, Scotty, bitte nicht. Scotty, ich schwöre, wenn du es machst... Nein, ich lass dich löschen. Ich lass dich löschen auf YouTube. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zur nächsten Hide-and-Seek-Aufnahme. Heute habe ich dabei den Kampfschaf und den Scotchy, diesen komischen Barcode. Hallo. Achso, geht schon los. Okay, es geht schon los. Okay. Yay, coole Sache. Ich hasse sie. Was bin ich denn jetzt hier? Los. Wieso habe ich so eine scheiß Sicht? So. Oh, nicht schon wieder. Jetzt geht's. Ich hasse dieses... Ich bin auf jeden Fall Heider. Ich bin auf jeden Fall Ich bin das Schlimmste, auch Heider. Was es gibt. Aber ich glaube, ich bin auch, was nicht so toll ist. Ja, ich krieg gar nicht, was ich bin. Das geht so aus. Okay, wo könnte ich auf der Map mich denn dann hinstellen? Das müsste doch vielleicht irgendwo so eine Was Hammer bist du denn? Klär mal das doch erstmal auf. Sein. Das müsste doch irgendwo so ein hammermäßiges Hammerversteck, oder? Au! Okay, ist gut. Alter, ich bin direkt dem Seeker in die Arme gelaufen, ne? Geht schon direkt los, am Anfang, oder was? Ja, geht schon los und ich renn grad weg. Ja, prima, aber auch. Und ich hab Angst. Ich hab Angst, dass der mich kriegt. Los, sockel dich! Geht nicht! Ich hab den auch, glaube ich, hinter mir. Hä? Ich werd irgendwie nicht. Nee, hab ich nicht mehr. Ich komm irgendwie nicht hier klar. Ich werd nicht mit dem Boden. Ja, das steht dann aber im Chat da. Das leuchtet nur nicht mehr, das Icon. Ganz komisch, bei mir auch nicht. Oh. Jetzt ist es. So, es leuchtet. Ich bin immer noch nicht connected, ey. Das ist eigentlich total peinlich, was ich gerade mache hier. Hat mir nicht gesagt, wie jetzt die Eiskanzler so Blöcke weglaufen. Und wie sie mich einfach ignorieren, einfach weiterlaufen. Gut. Mal gucken, ob es geht. Ich bin herbe gut versteckt. Warum haben wir die Runde gerade nicht aufgenommen, Haben wir doch. Ah, ja, 50%. Aber nee, ich hab gewonnen. Ich war der Letzte, Mann. Ja, das behauptet der immer, dass er gewonnen hätte. Ja, ja. Und der kommt nicht mal, weißt du, der überlebt nicht mal 30 Sekunden und behauptet jedes Mal, hat gewonnen. Nur damit er sich besser fühlt. So, ich hab ein Schwert, ich hau euch jetzt alle kaputt. Ey. Ich hau sogar die Seeker jetzt alle kaputt hier. Für alle Leute, die nicht wissen, wer die beiden komischen Vögel hier sind, könnt ihr einfach vorbeischauen. Ich hab beide Links unten in der Videobeschreibung. Komische Vögel, ich bin in der Kraft kein Vogel. Okay, gut. Gerade bei Scotchy, weil der ist eigentlich noch recht, unbekannt. Unbekannt. Ich bin jetzt auch nicht so der bekannteste. Ja, aber immerhin kennen die vielleicht schon einige von Zander oder so, aber... Ja, das auf jeden Fall. So, aber hier, Scotchy, den kennt eigentlich, fast niemand. Ich bin der mit Herod. Also kann ich euch nur empfehlen, da vorbeizuschauen. Hat mir irgendwann gesagt. Nein! Ich hab so drei Sachen, die mir in den Kopf geworfen wurden. Erstens, ich habe eine erotische Stimme, ich weiß gar nicht warum. Zweitens, ich sehe aus wie Kronk. Drittens, ich höre mich an wie Kronk. Ach so, du hörst dich an wie Kronk. Ach so, immer hörst du dich an wie Kronk. Das immer. Ja, das kenne ich auch mittlerweile schon. Oh, ich sehe doch nicht aus wie der, ey. Ich bin nicht mal die Hälfte von dem. Größentechnisch oder breitentechnisch? Beides. Größen- und breitentechnisch. Oh Mann. Irgendwie stehe ich hier, glaube ich, ganz gut. Bevor ich das vergesse, ich werd unten den neuesten Minecraft-Part von Scotchy als Videoantwort einfügen. Also an alle, die das irgendwie. Ja, muss ich erstmal einen hochladen wieder. Was ist denn Minecraft? Aber den neuesten werde ich auf jeden Fall verlinken. Ich spiele gar kein Minecraft, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich auch nicht. Ist das nicht dieses Spiel mit den runden Dingern? Ja, ne? Das ist jetzt eine Riesenausnahme hier, weil das ist ein Minigame. Das macht irgendwie voll Bock. Ja. Hey, Alter, du Glowstone. Und dann schreib mal bitte unter das Video, was ich dann da verlinkt habe, einfach mal schöne Grüße vom Mentor. Ja. Los, ja, Glowstone, ja, geht weg. Was ist bei euch los? Es hat sich gerade Glowstone auf mich draufgestellt. Okay. Er hat den Glowstone gesehen und verpiss dich. Jawoll, ja. Jawoll, ja. Ich bin auch noch ein Heider, ne? Also ich hatte gerade Besuch, der wollte Sex von mir, aber der ist wieder abgehauen. Ich habe so ein gutes Versteck. Wenn mich hier einer findet, dann fresse ich einen Besen, glaube ich. Okay, das nimmst du sehen. Das auf. Facecam. Alle laufen an mir vorbei. Ganz gechillt laufen alle an mir vorbei. Da-da-dam-da-dam-da-dam-da-dam. Boah, hauen zwar so ein paar Blöcke, aber mich hauen sie nicht. Bei mir passt schon. Ist es gerade auch relativ... Ja, ich hatte gerade Besuch. Ich habe auch so ein herbe geiles Versteck hier gefunden, Mann. Hast du ihm Kaffee angeboten? Vielleicht ein Stück Kuchen? Nein, da kommt er schon wieder. Er wollte Sex von mir, der hat sich ins Bett... Ah, jetzt hat mich einer! Bitch! Scheiße.
Okay, ich gebe dir einen Tipp, wo ich bin, okay, damit es noch ein bisschen spannend ist. Oh, badum, badum. Ich bin auf jeden Fall ein weißer Block. Mehr verrate ich nicht. Ein weißer? Ja, dann weiß ich, wo du bist. Du bist im Was? Nein, du weißt doch nicht, wo ich bin. Verschwinde. Wenn also du jetzt weißt, wo ich bin, das ist scheiße. Ich kenne so ein paar Verstecke, wo ich mich als Schneedingens auch immer verstecke. Und da werde ich jetzt erstmal nachgucken. Nein, cool. Du doof Mann, ey. Ich hätte nichts sagen sollen. Mich hast du bestimmt nicht. Aber ich habe einen weißen Block. Das kann sein. So ein Standardversteck. Oh, der rennt weg, der rennt weg. Bleib stehen, du bist. Ah! So fehlt ja ein Stück bleiben. Brücke. Komm, die 48 Sekunden halte ich noch durch. Das schaffe ich. Stopp, noch. Polizei! Stehen bleiben! Ich will hier noch nichts. Ich will sie nur erschlagen. Scheiße, gegen die Wand gesprungen. Fuck! Das ist ja nicht ein Loch. Oh. Ah, er hat ihn erschlagen, glaube ich. Ha! So, jetzt geh ich noch geh weg. Oh, Leute, er hat mich gehauen und geht weiter! What the hell? Das hatte ich auch schon mal. Er haut mich einfach, geht erstmal so weiter. Weißer Block. Du kannst nur ein Sofa sein. Ich überlege gerade, wo noch ein Sofa ist. Verpiss dich, Mann. Ich schwöre, wenn du mich... Ey, Junge, ich schwöre... Nein, Scotty, bitte nicht. Scotty, ich schwöre, wenn du es machst... Nein, ich lass dich löschen. Ich lass dich löschen auf YouTube. Scheiße, Junge, gönn mir den Sieg. Ja, Mann, ich bin 3 Meter neben dir. Hier, guck mal, hier bin ich. Scotty, dreh dich um. Scotty, hier bin ich. Du bist oben, war ein Sofa. Scheiße. Oh, Alter, ich hab so Angst bekommen. Ich hab so Angst bekommen. Aber so eine epische Runde. Okay, direkt wieder rein. Boah, Alter. 48 war das, ne? Ja. Ah, was der Kriegen ist auf einmal. Übermerken. Aber ich werde das nicht rausschneiden. Ich werde das jetzt einfach so. Ich lasse das jetzt auch mal so jetzt, ja. Wenn jetzt wieder reinkommt, passt schon. Ja. Wenn das jetzt mit der Aufnahme wenigstens mal funktioniert hat. Jo, ich brauche mir die Connecting. Ich bin auch drauf. Noch nicht. Aber so, und die Aufnahme funktioniert auch. Gut. Nicht rausgehen. Ich fall immer raus. Vielleicht lief ja noch einer. Ja, ich lief ja noch einer. Kein Glück, glaube ich. Egal, dann nehmen wir halt ohne dich auf. Ist eine gute Idee. Arsch. Dann wird das ja nicht lustig. Ja, hast du auch wieder recht. Bin drin. Ah, du bist ja, drin, ja Mann. Schiffchen ja, ist da. Mann. Okay. Gehen wir wieder in unsere Babo-Ecke. Sehr gut. Wo seid ihr? Hier bin ich. Hallo. Du stehst direkt vor mir, Alter. Es leckt einfach nur so. Es leckt echt wie Sau. Auch da ist er. So, ich bin jetzt mal dafür. An alle Leute, die jetzt zuhören. Ich denke mal, ihr seid der gleichen Meinung. Kampfschaf soll uns eine Geschichte erzählen. Oh ja, erzähl mir. Ich habe nur eine auf Lager, aber die ist gruselig. Okay, erzähl sie uns. Ich weiß gar nicht, wie ich das in 6 Minuten hinkriege, weil das ist so gruselig. Das ist ein echtes Erlebnis, was ich damals erlebt habe, da war ich 9. Oh, das ist kein Scherz, das ist kein Witz, das ist auch nicht erfunden. Das kann man mir jetzt glauben oder nicht. Du wurdest von Aliens entführt und dein Vater hat dich wieder befreit. Nee, schlimmer. Deine Großmutter. Ach so. Mit neun habe ich bei meinem Cousin gepennt. Die haben so einen alten Abbruchhaus nicht, aber so ein Einfamilienhaus gewohnt, relativ alt, wirklich aus dem Jahr 1600, keine Ahnung, mit Scheune nebendran und so, weißt du so. Wir hatten einen coolen Dachboden und haben uns da richtig schön eingerichtet mit Sofa, Lehne und Couch und so, haben uns da immer abends, haben wir dann immer Karten gespielt oder so, was man halt macht, wenn man klein ist, Pornos gucken und so. Müsste ich das so vorstellen, das Dachboden war so ein länglicher, links hatten wir unsere Ecke mit Couch, Sofa und allem möglichen kleinen Fernsehen. Und wir haben dann abends irgendwann gepennt, das war so nachts um 11, 12, keine Ahnung, wie denken das. Nachher hört man irgendwann Schritte. Ich muss vielleicht noch vorher erklären, dass der Dachboden, der hatte, man brauchte quasi 3 Türen auf dem Dach. Der Dachboden hatte eine Tür. Dann hatten wir noch eine Tür, die Treppe quasi, die zum Dachboden führte, die hatte auch noch eine Tür. Und die Haustür vom Haus hatte auch nur eine Tür. Das heißt 3 Türen, die waren aber alle abgeschlossen, weil die Eltern waren nicht zu Hause. Auf dem Dachboden war links unsere Ecke und rechts war halt Müll, Gerümpel, Zeug. Und abends hört man dann irgendwann Schritte und hat gedacht, die Eltern kommen oder so. Und war natürlich alle, pst, leise, weil Eltern kommen, wir sind noch wach, böse. Hatten so richtig Schiss und nach dem Mord dann irgendwann, das ging echt ein paar Minuten und irgendwann haben wir gedacht, das können nicht die Eltern sein, weil das klingt anders, die Treppe war ziemlich laut immer. Und die Treppe hat man aber nicht gehört, sondern nur über uns auf dem Dachboden wirklich Fußschritte, alles mögliche. Und irgendwann hörte man, wie Leute Sachen rückten oder so, oder Sachen umkippten, so Geräusche, Sachen, die umfallen, Umfallen und so. Und wir haben echt Schiss gehabt, wirklich. Wir haben so Schiss gehabt. Wenn man 9 ist, 10 ist, dann hat man Schiss. Ja, das ist, glaube ich. Und das ging wirklich eine halbe Stunde so und
Aber man hat die Treppe nicht gehört. Das heißt, es ist keiner hochgegangen. Und es kann auch keiner hochgehen, der nicht zur Familie gehörte. Das heißt, also keiner, der keinen Schlüssel hatte, kommt absolut nicht hoch. Man muss durch drei Türen, das geht nicht. Das ging eine ganze Stunde so, Rücke und Schmeißen und Fuß und Schritte und so. Und, aber die Eltern waren nicht zu Hause. Die sind erst später gekommen. Die sind extra wach geblieben. Die sind dann irgendwann um 2, 3 gekommen vom Saufen. Ne? Kennt man ja. Und wir haben es ihnen aber nicht erzählt, weil wir haben dann irgendwann noch gepennt. Wir wussten, die sind da, wir sind wieder gerettet und so weiter. Und wir sind dann am nächsten Tag hoch und haben echt nicht schlecht gestaunt. Die Möbel, die links standen, standen plötzlich im anderen Ende des Raumes. Okay. Also wirklich, standen komplett, die ganzen Möbel standen alle plötzlich rechts anstatt links. Also als ob wirklich einer Langeweile gehabt hätte und den Raum einfach mal gespiegelt hätte. Alles stand links und das andere stand rechts. Aber es war keiner da, es war keiner zu Hause, es war auch keiner oben. Man hat keinen gehört, der hochkommt. Das ist gruselig, würde ich sagen, bei den Spuks. Ich weiß bis heute nicht, was es war. Also, es war ein Dämon. Ein Geister, ne? Oder ans, nein, es muss ja ein, warte mal, es, ne? Muss ja ein, wie heißt das nochmal? Es muss ja ein Poltergeist gewesen sein, weil die bewegen ja Gegenstände. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. Er hat ja rumgepoltert, ne? Ja, so offensichtlich. Wahrscheinlich, das ist kein Scheiß, das ist wirklich so. Wir haben echt am nächsten Tag nicht schlecht gestaunt, haben echt Schiss gehabt. Und unsere Eltern haben uns das nicht. Aber sei froh, dass es nur ein Poltergeist ist, weil Dämonen sind schlimmer. Dämonen, die... Ja, das ist richtig. Genau. Und das kommt aber dabei raus, wenn man heimlich in der Abwesenheit der Eltern einfach mal die Minibar leer macht. Im Alter von 10 Jahren. Dann richtig. Dann kommen solche Erscheinungen. Ich bin wahrscheinlich ein gutes Versteck. Also drei Leute sind schon an mir vorbeigerannt und haben mich einfach mal nicht mal interessiert angeschaut. Ja, bei mir, ich weiß nicht, ich habe eigentlich auch ein übelst schlechtes Versteck, aber irgendwie findet mich auch keiner. Ja, ich auch. Also ich bin hier nicht gerade der... Von hier kommt auch niemand hin, wo ich gerade. Wenn man jetzt eine Geschichte erzählen muss nebenbei, dann nimmt man das, was. Das, was gerade kommt, ja. Schon klar. Ey, das war so cool. Wie eiskalt so Heider einfach mal so rumhüpfen auf dem Berg. Ja, die auf dem Berg gucken immer am Anfang 6, 7 Stücke. Wenn du Sieger bist, direkt auf dem Berg. Da haben wir immer welche. Das Problem ist, die Chance, dass du stirbst, ist groß, wenn ich 6 Leute schlagen. Das ist richtig. Ja. Ich bin... Ach, ich glaube, ich müsste mich doch normalerweise finden hier. Das gibt's auch gar nicht. Also mich auch. Das sind auch nur noch tatsächlich nur noch 2 Minuten, ne? Nicht mal mehr. Ja, nicht mal mehr. Aber das sind meistens in den letzten Sekunden wird man erwischt. Ja, das ist richtig. Meistens. Ich habe letztens gedacht, wollen wir noch eine dritte Runde spielen oder ist nach 2 Minuten... schlau. Ich habe gefragt, wollen wir noch eine dritte Runde spielen oder ist nach 2 Runden jetzt Schluss gleich? Weil ich es nicht weiß. Ich wollte eigentlich noch 2 Runden machen, dann hat man direkt 2 Folgen. Ach so, weißt du? Ja gut, das können wir machen. Dann haben wir nicht so eine einsame, sondern 2. Ja, bei 2 Sachen. Ich bin letztens in den letzten 5 Sekunden, weil habe ich gedacht, komm, schlau, Heider, yeah, gewonnen und renn raus und werd da schlagen. Nicht ernsthaft. Und dann stand da in den Sekundenstand 1. Ich gedacht, nein. Oh, jetzt kommt hier die ganze Truppe und kloppt auf allem drauf rum. Also ich glaube, jetzt werde ich entdeckt. Mich muss man eigentlich entdecken, weil ich bin so fucking. Mich auch, unsichtlich. Mich auch. Ja, jetzt wird auch gleich jemand. Lol, der rennt einfach an mir vorbei. Okay. Gut, der rennt auch an mir vorbei. Sag lieber noch nicht, was ich bin jetzt ganz aus. Doch, er hat mich gefunden. Ah, ich bin tot. Weil Mentor kommt jetzt und doch. Quietschturm. Ich bin tot. Ja, weil 3 Stück vorbeilaufen. Ich dachte, mich erkennt keiner und dann hat mich doch noch einer gefunden. Nicht denken. Das klappt eh nicht, das Denken. Also ja, das ist schwierig. Okay. Verratet ihr mir, wo ihr seid? Ich bin hier. Ich bin auch hier. Das hilft mir. Ich bin auf Y66. Du, ich bin so ein viereckiges Ding. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Ich bin also zumindest schon mal kein Blumentopf. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin noch nicht dort. Ich war im Haus. Wo bist du denn? Komm, Scotch, ich hab vorhin auch Tipps gegeben. Das ist doch spannender für die Leute. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin hinter einer Tür. Hinter einer Tür. Oh fuck, 15 Sekunden, scheiße, und ich sehe da was. Scheiße, ich bin aber noch kein Sieger. Moment, drin kann nicht sein. Drin, komm, hinter einer Tür, das muss ja. Ja, da hinten. Nein! Da hier. Hinten, wo ist das nochmal? Das war hier 3 Sekunden. Irgendwo. Ja, gewonnen. Oh nein. Falsche Richtung gelaufen. IC-Kampf, Schaff. Ich bin in diesem komischen Knast, oder was das ist. Hast du gelesen? Ja. Da hat einer geschrieben, IC-Kampf, Schaff. Machen wir jetzt kurz Stopp, oder was? Kampf, Schaff. Was machen wir? Ich will einfach durchaufnehmen. Nee, ich auch. Ich nehme auch einfach durch. Ja, mach mal durch. Ohne Ansage jetzt mal hier. Mir eigentlich wurscht, also. Ja, ich habe extra den Chat jetzt ganz ausgeblendet. Ja, ich auch. So.
Ich blende dich nicht aus. Hier auf dem Hive-Server. Wieso, bist du irgendwie ein englischer irgendwas oder? Machst du englische Videos? Nein, aber ich hab ja schon oft auch hier gespielt und auch mit Deutschen, auch mit Let's Playern und auch mit Zuschauern. Ne, und, okay, Leute, mein Telefon klingelt, ich muss mal ganz kurz auflegen. Das ist ganz schlecht jetzt. Ja, ich hasse Telefon. Telefon ist immer schlecht. Geh ran und sag Schnauze. Habt ihr mitgekriegt? Doch, bin drin. Ich bin nicht drin. Ups, ich fall wieder mal durch. Überhaupt einer drin? Ja, also ich drin. Ja, ich hab's verschissen. Weiterklicken. Alter, wie soll ich denn noch hier durchfallen? So. Jetzt nochmal. Es ist gerade. Ja. Bin drauf. Ja, bist du drauf? Gut. Scotchy666 joins the Server. Wo ist er? Aber jetzt hat auch echt alles funktioniert. Wir sind immer draufgekommen. Das finde ich eigentlich bemerkenswert. Ich hatte gerade echt Befürchtung gehabt, weil voll war. Was ist denn hier der. Wo ist Befürchtung? Wir sind schon wieder hier.